Hallöchen. Ich habe heute das Monumentum Monotalum geschafft. Der Übergang von Justin Cronin. Es hat gelitten am Buchrücken und hier durch einen Wasserschaden, also nicht irritieren lassen. Ich habe es heute ausgelesen. Ich würde es einordnen unter Dystopie und Science. Bisschen Fiction vielleicht mit rein. Ein paar vom Science-Fiction-Part her eher der Science-Part. Kurzer 5-Sekunden-Spoiler. Wer auf YouTube gehört hat, hier geht es um Vampire, finde ich absolut nicht. Nur weil es ist nur eine Popkultur-Referenz, die die Leute da aufgegriffen haben und ihren Science-Unfall so dargestellt haben. Wir begleiten mehrere Charaktere, mehrere verschiedene. Und diese Stränge laufen dann irgendwann alle zusammen. Man hat nach dem ersten Drittel einen relativ festen Hauptstrang. Mit Leuten, die nach der Katastrophe, würde ich jetzt mal so behaupten, noch leben oder später geboren sind, also ein paar Generationen verstrichen. Den folgen wir den meisten Hauptteil vom Buch und die versuchen halt rückwirkend rauszufinden, was wir schon wissen vom Anfang teilweise. Und da ihr Leben zu bestreiten und wieder mehr an mehr Freiheit zu gelangen. Und das passiert in einer sehr kaputten, dystopischen Welt. Das ist es auch. Also es ist sehr tagesaktuell eigentlich, so ein bisschen. Es geht schon um biologische Vorgänge auch. Ich werde jetzt nicht zu viel sagen, aber es ist schon ein guter Teil realistisch. Also es könnte zu einem gewissen Maß schon so gekommen sein, dass die Welt so verkommt, sag ich mal so. Ob das nur in dem Ausmaß so sein könnte, ist fraglich, aber ich würde es nicht in Abklang stellen. Das ist ein super dickes Buch, über 1000 Seiten. Ich habe sowas schon ewig nicht mehr gelesen. Ich glaube, es bleibt das längste Buch dieses Jahr, sonst schaffe ich nichts mehr. Dann habe ich ein Buch ausgelesen, aber habe ich euch im letzten Monat schon nochmal gezeigt, wie der Löwe ins Kinderbuch flog. Damit bin ich endlich fertig, fix und fertig. Die letzten Seiten waren auch noch ganz nett zum Lesen tatsächlich. Wenn ihr das mal lesen wollt, dann eher orientierend, wenn ihr Kinder habt, welche Kinderbuchautoren etwas für euch sein könnten. Sonst würde ich sagen, es ist halt ein Nachschlagwerk, ne? Und dann ist noch was Spannendes zum Schluss. Der Wasserspeier Fledermeier von Christian von Asser. Das sieht so aus. Habe ich mir über seine Website bestellt. Das ist sehr wenig Text und hauptsächlich viel Illustration. Von dem weiß ich gar nicht, ob er das selbst illustriert hat. Bilder: www.benzwerk.de. Okay. Ich möchte mal so ein Beispiel zeigen. Die sind sehr. Nee, das ist. Ja. Die sind sehr farbreduziert. So ein bisschen wie Kreide teilweise und mit sehr vielen großen Schatten. So wie hier sehr plakativ teilweise. Das ist jetzt ein Haus, wo mehrere Wasserspeier oben drauf stehen. Oder Gargäule. Und das ist. Die Geschichte könnte man sogar sagen, ist wie eine Kindergeschichte, auch wenn die Zeichnungen natürlich manchmal etwas schauriger sind. Und es geht quasi darum, wie man außergewöhnliche Freundschaften schließt und auch über Kälte und Wärme und Arbeitsbedingungen so ein bisschen, klingt jetzt ein bisschen erwachsen, aber würde ich mal so zusammenfassen. Und Angst vor unbekannten Sachen, die man verliert, wenn sie bekannt werden. Nachempfinden, solche alltäglichen Sachen. Der Text ist sehr kurz. Der ist auch recht einfach geschrieben. Zum Beispiel, und irgendwann, der Winter war schon halb vorbei, als Boris gerade wieder heimlich ein paar Brote auf den Dachboden abstellte.
Also ganz normale Alltagssprache im Prinzip mit einem kleinen Schauer hier und da. Und ich fand das recht unterhaltsam. Es ist ein kurzes Lesevergnügen. Und tatsächlich glaube ich, könnte das für Kinder auch was sein, wenn die schon so ein bisschen eine Affinität zum Schaurigen ausgebildet haben. Und das war's schon. Ich glaube, ich fange nächsten Monat Benji Levi an, um was Leichtes zu haben. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe vom Drama, was da passieren könnte, als einem gefühlsmäßigen Drama. Da ist mein Herz nicht für ausgerichtet aktuell. Oder ich lese ein bisschen Eragon weiter. Könnte ich auch tun. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht genug Auswahl. Und ich habe auch noch ein bisschen Urlaub dieses Jahr. Vielleicht schaffe ich noch ein bisschen was. Auch wenn eigentlich für alle Urlaube irgendwas geplant ist. Außer den Resturlaub, den ich jetzt noch dazu gekriegt habe. Durch einen Wunsch meinerseits. Ja, das war's. Tschüss.